Übrigens, will man, dass die Werkzeuge geliefert werden an Paris, muss man natürlich Paris auch erstmal so groß machen, dass die Werkzeuge haben wollen. Die gibt es erst ab 85.000 Einwohnern. Sonst hat man da richtig schlechte Karten. Selbst wenn man Werkzeuge direkt in Paris produziert, würde es sonst nicht gezählt werden. So, jetzt müssen wir bis zur Kohle rüber. Ist natürlich auch ein langer Weg mit vielen Kosten verbunden, aber es geht. 369.000 ist in Ordnung. Sehr schön. Auch hier Parallelgleise. Zack. So, dann kriegt Luxemburg jetzt endlich schon mal durch zwei Züge Kohle und durch einen Zug Eisen. Wir brauchen sowieso mehr Kohle als Eisen, denn der Verbrauch ist höher. Gucken wir nochmal. Wir brauchen nur 0,7 Kohle. Ups, und dafür 1,4 Eisen. Okay, der Verbrauch ist geringer. In Ordnung. Aber es kommt Eisen ja ganz schnell ran, ist ja gleich nebenan. Und dann können wir von Luxemburg aus das Ganze nach Paris fahren, um dann mit dem Stahl die Werkzeuge zu produzieren. Ihr habt zwar Milch, aber nicht genug. Es könnte mehr sein. Der Betrieb ist schon Stufe 2, aber es ist trotzdem noch zu wenig, was wahrscheinlich daran liegt, dass die sich gerade erst entwickelt haben und erstmal aufbauen müssen. Und dadurch, dass Paris jetzt schon sehr viel Milch verbraucht für die Produktion von Käse und natürlich für die eigenen Leute, müssen wir noch ein bisschen für andere Dinge sorgen. So, du fährst nach Paris, hast noch nicht mal, brauchen übrigens zwei Züge, oh, ich habe kein Geld mehr. Ja, hast noch nicht mal einen Versorgungsturm, den hast du jetzt. Viel Spaß. Und in Paris werden wir dafür sorgen, dass die Käserei, die Milchprodukte jetzt mehr werden. Für 493.000, ich denke mal, dass der Verbrauch auch ziemlich hoch ist. So dass wir das wahrscheinlich sogar um noch eine Stufe erhöhen müssen. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn in Luxemburg Stahl produziert wird. Dauert sowieso noch eine ganze Weile. So, danke. Ach, da werden Klamotten gemacht, ne? Das passt ja. Die braucht Paris auch. Oh, aber dann werdet ihr hier sehr viele Waren hin und her transportieren. Das heißt, ich werde jetzt hier ebenfalls noch zwei Züge mit hinzupacken. Dann haben wir jetzt vier Züge, die dort fahren. Das muss auch sein. Es gibt kaum noch Probleme mit Pannen. Du bist irgendwie wahrscheinlich nie in Köln gewesen, ansonsten wärst du schon längst repariert worden. Du warst ja komplett down. Auch mit Betriebsmitteln. Oh. So. Hinter dir gebaut. Wenn du zurückfährst, kannst du nutzen. Alles gut. Ja, Paris ist riesig geworden. Wir haben dafür gesorgt, dass es so groß wurde. Und jetzt wird auch endlich Käse produziert, der dann auch zurückgelegt wird. Denn Käse selber wird 1,0 verbraucht. Wir produzieren aber 1,6, glaube ich, ne? Ja. Das ist gut. Dann brauchen wir nur noch den Stahl aus Luxemburg. Wenn er denn ausreichend produziert wurde, werden wir ihn rüberkarren nach Paris. Und können sogar, sorry, dem Zug sagen, dass er nur Stahl mitnehmen soll, damit die Produktion schneller stattfindet. Das mit dem Expressstatus ist tatsächlich nirgendwo mit drin, ne? Vielleicht sollten wir mal die Züge ausnutzen und auswechseln. Preußische P8 überall einsetzen. Kostet 76.000, 77.000. Ist okay. Mach mir aus allem jetzt eine Expressverbindung, bitte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Städte angeschlossen. Theoretisch müsste hier also 11 von 12 stehen. Zumal die schon ein paar Mal hin und her gefahren sind. Daran kann es also nicht liegen, dass die das noch nicht geschafft haben. Profitgesamt minus 185.000.
Jetzt werde ich heiser. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So, von Luxemburg aus nach Paris. 3. Und dort bitte nur Fracht. Bier braucht ihr nicht. Bier wird nicht rübergebracht. Sehr schön. Das heißt, die bringen jetzt wirklich nur Stahl hin. Und es reicht ja, wenn sie diese 6-mal Stahl abliefern. Denn wir haben einen Verbrauch von 1:1. Wie sieht es aus mit Holz? Habt ihr noch genug? Ja, es kommt sogar noch welches mit dazu. Und hier sind wirklich sehr viele Waren unterwegs. Auch von Paris aus fahren sehr viele Leute. Aber guckt euch das an, die liefern immer noch Holz ohne Ende, Mais, Getreide. Obwohl Mais ja eigentlich auch aus Lille kommt und kommen könnte, wird es auch gebracht. Ja, der Mais habe ich hiermit angegeben, damit angegeben. Heißt, Mais kommt aus allen Ecken und Kanten nach Paris. Und wir sind bei 61% Bedarfsdeckung, das heißt, die 100.000 werden sie bald erreicht haben. Gut, dann müssen wir nur noch in Auxerre den nächsten Betrieb gründen, die Schnapsbrennerei, und dann ist Paris hervorragend versorgt. Und unsere Aufgabe ist jetzt nur noch, Gütersloh zu ergründen, klar, aber eigentlich die 12 Städte mit Expressversorgung zu haben. Heißt, die beiden könnten wir miteinander verbinden, Bremen könnte mit rein, dann kaufen wir uns erstmal hier oben mit rein. Oh Gott, wir haben Geld ohne Ende. Gut, dann kaufen wir auch das gleich mal auf, reißen hier alles ab, hier fährt eh keiner mehr lang. Ich hoffe, hier stand irgendwo ein Versorgungsturm. Wir könnten auch gleich den Kredit mal zurückzahlen. Dann haben wir den wenigstens nicht an der Backe. Klingt doch gut. So. Der ist weg. Heißt, wir können uns jetzt erstmal auf unserem Geld ausruhen. Sieht gut aus. Nanzig hat gar keine Rinder. Die muss ich auch unbedingt noch anschließen. Denn sonst können die gar kein Fleisch produzieren in der Masse. Preußische P8 fährt von hier nach da. Und dann kriegen wir sogar noch 336.000 als Belohnung. Theoretisch könnten wir es dann wieder abreißen. Aber ich denke mal, die werden die Rinder noch benötigen. Wie sieht's aus bei euch? Euch fehlt im Prinzip nur Getreide, dann seid ihr gut dabei. Könnten wir über Reims bringen? Straßburg leider nicht. Wir sind im Juni 92 und haben noch jede Menge Zeit. Ich glaube, jetzt kann ich bald die P.O. Pacific dazu nehmen, aber das möchte ich noch nicht. Nicht, dass sie mir nachher meinen Status versaut hier. Provinz Brandenburg ist schon da, Sachsen, Thüringen. Und da kommen wir irgendwann sogar nach Posen, Pommern und hier oben Westpreußen und Ostpreußen. Dann sind wir schon am Ende. Die Hälfte der Karte haben wir gleich. Nur, wir haben auch schon mehr als die Hälfte aller Missionen geschafft. Ne? Wir sind bei 58%. Gütersloh, Hannover, Bremen. Die könnten sich gegenseitig versorgen. Hauptsächlich natürlich... Ja, kann Bremen die beiden gut versorgen? Bremen würde ja von beiden jetzt nicht unbedingt so viel profitieren. Aber Kassel könnte dann für Fleisch sorgen. Heißt, wenn wir in Kassel... Ist da noch Platz? Ja. Für 2 weitere Gleise. Dann werden wir Hannover damit anbinden und von Hannover aus das Fleisch dann auch in die anderen Städte bringen. Klingt nach einem Plan. So, dann kann Kassel zwar nicht mit Magdeburg verbunden werden. Ich weiß nicht, was in Magdeburg produziert wird. Aber da hat Magdeburg ganz schön Pech gehabt. So, 160.000. Und dann willst du mir hier nichts bauen, weil du da jetzt so eine komische Ecke reingehauen hast. Na, was soll das denn?
So, jetzt aber. Gut, dann kriegen wir wenigstens unser Parallelgleis hier mit hin. Zeit kann ruhig weiterlaufen, das ist nicht schlimm. Das sichert uns ja auch nochmal Kohle. Und vor allem haben wir jetzt wenigstens die Möglichkeit, nebenbei schon mal alles soweit fertig zu bauen. Und jede Menge Geld noch mit abzugreifen. Bremen ist unglaublich wichtig, weil die hier oben nämlich ihre Stoffe produzieren, die wir definitiv brauchen. Wir werden auch schon mal die anderen Bahnhöfe soweit mit anschließen. Dann können die auch Mais nach Hannover und Gütersloh bringen. Und Getreide muss auch auf jeden Fall in alle Städte. So, das geht an die Ecke. Und der Mais geht daran. Dann bekommt ihr die Verbindung nach Hannover. Mit Weichen und Ausweich- bzw. Parallelgleisen. Puh, dann brauchen wir noch eine Verbindung nach Gütersloh. Möglichst von beiden Städten aus, dass die so ein Dreieck bilden. Ist hier unten noch was? Ja, Holz. Oh, Holz ist auch wichtig. Okay. Heißt, wir werden erstmal Holz anschließen. Ja, ihr seht schon, wir haben sehr viel zu tun. Da kommen wir auch nicht drum herum. Zumindest nicht, wenn wir reich werden wollen. Müssen wir das Geld, das wir gerade haben, immer gleich wieder investieren. Das Schöne ist, dass wir sämtliche Schulden bezahlt haben. Das heißt, wir haben ja wirklich keine Kredite mehr und kriegen trotzdem richtig viel Geld noch zustande. Das wird später auch wichtig sein, wenn wir unsere Konkurrenten aufkaufen müssen. Zack, so, Weiche von mir, böser Geist. Eins. Zwei. Parallelgleise. Brauchen wir noch die Versorgungstürme hier. Da, da. Hier ist einer, sehr schön. Hier noch nicht. Und das Getreide muss noch mit Hannover verbunden werden. Ich hoffe, hier ist keine Stadt mehr. Nö. Aber wir könnten später vielleicht die Milch noch mit anbinden. So, das steht. Das steht auch. Auch wenn es ganz schön teuer ist. Aber okay. Das sind wahrscheinlich auch die neuen Gleise. Dann hier und da bitte den Versorgungsturm. Den hier reißen wir wieder ab. Sodass dann auch die jeweiligen Routen, die so rumführen und so rumführen, immer gewartet werden und nicht, dass die vom Getreide Pech haben. Das ist ja auch doof. So, und als letztes noch eine Verbindung dann von Bremen nach Gütersloh. Ja, wie rum ist eigentlich egal. Wir können es auch so rumlegen. Okay. So, schön. Das geht doch gut ab. 196.000 ist okay. Ich kann kein Parallelgleis mit hinzufügen. Warum nicht? Da ist schon wieder irgendwo ein Problem. Zeig mal wo. Da schon mal nicht. Hier, an der Ecke. Euer Ernst? So, ist euch das lieber? Ja. Kostet aber 209.000, die ich gerade nicht habe, die jetzt aber gleich kommen. Und dann werden wir die Züge... Oh. Arbeitet zurzeit daran, eine Erlaubnis für den Kauf von Aktien der Berlin-Potsdam-Eisenbahn zu erstreiten. Sie sollten nun etwas Geld zurücklegen, denn sie müssen zuschlagen, wenn es soweit ist. Übrigens ist es mir gelungen, eine kleine Menge Aktien der Berlin-Potsdam-Eisenbahn in unseren Besitz zu bringen. Ich erwarte, dass Sie diese strategisch klug einsetzen.
Okay, Berlin-Potsdam. Ach da, Berlin-Potsdam-Eisenbahn. Da haben wir 25% der Aktien schon erhalten. Einfach so. Wir sind vom Wert, vom Aktienwert wesentlich höher. Wir haben einen riesigen Unternehmenswert von fast 40 Millionen. Das ist hervorragend. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit dem Bau. Also der Bau schon. Was uns jetzt noch fehlt, sind die ganzen Züge, die hin und her fahren. Habe ich mich jetzt wirklich darum gekümmert, dass das hier alles auch hin und her geht und so? Ja, Weichen sind überall gelegt. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die Züge, die hin und her fahren. Heißt, Zug Nummer 1. Zug Nummer 2. Zug Nummer 3. Zug Nummer 4. Drei Züge zwischen denen hin und her fahren lassen. Drei Züge zwischen denen hin und her fahren lassen. Drei Züge zwischen denen hin und her fahren lassen. Dann in Gütersloh. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Nämlich ein Ausweichgleis für Holz mit hinstellen, weil wir immerhin drei Städte mit dem Holz versorgen müssen. So, also drei Züge so fahren lassen. Und hier brauchen wir jetzt ein Warenlager für Holz. Okay, und für Fleisch eigentlich auch, aber Fleisch wird in Hannover hergestellt. Heißt hier, bitte das Fleisch mit rein und an die Städte verteilen. Ich glaube, hier habe ich auch noch keine Züge, die hin und her fahren. Heißt, drei Züge von, danke, von hier nach da. Und in Bremen dort ebenfalls noch ein Warenlager, gerne auch ein Wartungsdepot, für Mais. So, dass der Mais dann überall mit hingebracht wird. Bevor ich in einer beratenden Funktion angestellt wurde, war ich selbst mit der Planung größerer Strecken betraut. Als strategische Koryphäe rate ich Ihnen, darauf zu achten, dass Ihre Züge nicht durch Staus an Zwischenstationen aufgehalten werden. Falls nötig, sollten Sie Umgehungsrouten erstellen, wenn ein Zug in einer Stadt nicht halten soll. Das ist ja großartig. Eine weitere Etappe ist abgeschlossen. Allen Widerständen der Deutschen zum Trotz können wir uns langsam aber sicher im Land vorarbeiten. Und noch eine gute Nachricht. Ich habe eine Erlaubnis für den Aktienhandel in Deutschland erwirken können. Damit sollten Sie der Berlin-Potsdam-Eisenbahn unserem nächsten Gegenspieler zu Leibe rücken. Okay, werden wir tun. Ich muss gucken, dass Sie noch überall die Versorgungstürme mit hinballern, wo sie noch nicht stehen. Aber das scheint alles soweit in Ordnung zu sein. So, wir sollen jetzt Madame C.J. Ward aufkaufen. 21 Städte an das Streckennetz anschließen, heißt 7 Städte fehlen uns noch, wobei wir eigentlich gut dabei sind. Erziele mit einem Zug zwischen Paris, Frankfurt und Berlin den Expressstatus. Das ist das, wovon ich schon mal geredet habe. Heißt, wir werden jetzt erstmal keine Werkzeuge mehr herstellen. Ich werde dich komplett abreißen, obwohl brauche ich gar nicht. Die könnten ja eigentlich aneinander vorbeifahren, das ist ja in Ordnung. Aber es müssen keine zwei Züge mehr sein. So, und dann sollen wir Berlin mit einbinden. Heißt, ich muss ja erstmal die ganzen beiden Konzessionen hier kaufen. Zumindest aber die. So, dann sind die Konzessionen jetzt unser. Und wir haben hier oben nur noch 4 weitere Gebiete, 5. Provinz Pommern gibt es auch noch. Aber da müssen wir nicht unbedingt hin nach Stettin und Köslin. Das ist nicht unbedingt notwendig. Und hier unten ist nichts. Gut. Okay, 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 okay. Weitere Städte werden wir schon anschließen, das ist nicht schlimm. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir von Frankfurt am Main weiterfahren bis nach Berlin. Dann kaufen wir erstmal ihr Unternehmen auf, oder was? Ich habe doch nicht so hart gearbeitet, damit du alles übernimmst. Ach nicht? Ich dachte, das hast du extra für mich gemacht. Och Mensch. Das tut mir leid, dann habe ich dich falsch verstanden. Nicht, dass ich mich nicht amüsiere.
solltest die Zuverlässigkeit deiner Züge erhöhen. Sollte ich das, ja? Guck mal, wie schön die wachsen. Kassel wächst, Frankfurt wächst extrem schnell, Köln wächst extrem gut. Die hier wachsen auch noch nebenbei. Das wird uns jede Menge Geld sichern, das wir unbedingt brauchen. Und ihr seid auch bald bei 40.000, dann können wir hier einen neuen Betrieb gründen. Reims und Luxemburg wachsen im Moment nicht so. Aber Brüssel ist auch extrem groß geworden. Die könnten doch für uns schon mal Papier herstellen, denn später müssen wir in Paris auch Zeitungen ausliefern. Und die könnten wir dann in Lille produzieren. Aber dafür bräuchtet ihr Holz. Gibt es hier Holz in der Nähe? Da. Ja gut, dann mache ich das. Dann kriegt ihr jetzt eine Papierstaude. Und dann werden wir nachher noch ein paar Dinge schmieren hier, um das zu produzieren. Gut, später. Fahrtanalyse brauche ich nicht. Ich muss jetzt erstmal analysieren, wann ich sie aufkaufen kann. So, weitere 20%. Dann sind wir schon bei 65%. Lange ist es nicht mehr, dann haben wir sie aufgekauft. Das geht dann relativ fix. Das sollten wir eigentlich bis Juni 95 machen. Wir haben noch 3 Jahre Zeit. Alles gut. Erstaunlich, wir spielen gerade mal 2 Jahre, ne? Na, fast 3. Ja, läuft. Läuft. Erziele mit einem Zug zwischen Paris, Frankfurt am Main und Berlin den Expressstatus. Ja, Berlin ist noch ein Stückchen weiter weg. Aber Madame C.J. Ward ist schon in unserem Besitz, kann man so ziemlich sagen. So, noch 10% und wir sind durch. Aktuell sind die Aktien gestiegen, weil wir sie gerade aufgekauft haben, aber die Aktien gehen jetzt wieder runter. Und sobald sie wieder bei 40.000 sind, schlagen wir nochmal zu. Dann haben wir auch die 400.000 zusammen, haben wir jetzt sogar schon. Ende. Großartig, ein weiteres Hindernis ist aus dem Weg geräumt. Berlin ist nicht wirklich groß, Magdeburg und Grünberg auch nicht. Das heißt, wir können sie im Prinzip aufkaufen, fusionieren, liquidieren und dann haben wir wenigstens die komplette Kontrolle über den Bereich Brandenburg. Jo. Alles liquidieren, nicht nur die Lokomotiven. 2 Millionen kriegen wir dafür. Dann sind wir bei 3,8 Millionen, haben auch ihr Bargeld bekommen. Und das nutzen wir jetzt, um Berlin, Magdeburg, Grünberg und all die anderen weiteren Städte hier noch weiter mit auszubauen, mit anzuschließen und endlich unsere Expresslinie bis nach Berlin hinzubekommen. Das alles aber erst im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Railway Empire 2. Abo? Plus Like, gleich große Freude.